Lillard droht Strafe. Damian Lillard droht eine Strafe, wenn er sich nochmal offensiv über seinen Trade-Wunsch nach Miami äußert. Der 32-Jährige hatte Anfang des Monats um einen Wechsel gebeten und dabei die Miami Heat als bevorzugtes Ziel ausgegeben. Sein Agent Aaron Goodwin berichtete im Anschluss, dass der 32-Jährige sich weigern würde, für eine andere Organisation zu spielen. Es geht darum, ihm die andere Chance zu geben, die er will, und das ist Miami. Nun die Kehrtwende. In einer Memo an die 29 General Manager verkündete die NBA, dass Lillard seinen Vertrag einhalten werde. Zudem droht Lillard eine empfindliche Strafe, sollte er oder sein Agent noch einmal auf einen Wechsel nach Miami pochen. Spielern ist es nicht erlaubt, öffentlich einen Trade zu fordern. Daher hat die NBA auch die Spielervereinigung eingeschaltet, um mögliche Sanktionen gegen Lillards Agenten Goodwin zu prüfen. Silver offen für Saudi-Einstieg. NBA-Commissioner Adam Silver ist offen für einen Einstieg Saudi-Arabiens in der NBA. In der Dan Patrick Show sagte der 61-Jährige, es sei ein zweischneidiges Schwert. Neben negativen Aspekten wie dem Sportswashing müsse man auch die Vorteile wie erhöhte Aufmerksamkeit und einen besseren Wettkampf sehen. Auf die Frage, ob der saudische Public Investment Fonds unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman, der bereits den Fußballclub Newcastle United gekauft hatte, plane, in die NBA einzusteigen, erwiderte Silver, ich weiß nicht. Bislang schreiben die Regeln vor, dass eine Franchise nur von einer Person gekauft werden können. Ausländische Staatsfonds wird nur eine Minderheitsbeteiligung zugestanden. Saudi-Arabien wäre nicht der erste Golfstaat, der mit der Liga kooperiert. In Abu Dhabi finden mehrere Saisonspiele statt. In der kommenden Spielzeit treffen im Emirat die Dallas Mavericks und die Minnesota Timberwolves aufeinander. Zudem steht Katar kurz davor, sich mit seinem Staatsfonds in die Muttergesellschaft der Washington Wizards einzukaufen. Butler will Rekorddeal. Jimmy Butler könnte bald zum neuen Rekordverdiener der NBA aufsteigen. Laut der South Florida Sun Sentinel möchte Butler bei seiner nächsten Vertragsverlängerung mehr Geld bekommen als Jaylen Brown. Brown hatte vergangene Woche einen 5-Jahres-Vertrag mit einem Volumen von 304 Millionen Dollar unterzeichnet. Butlers aktueller Vertrag läuft noch bis zur Saison 2024-25. Anschließend hat er eine Spieleroption in Höhe von 52,4 Millionen Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wäre Butler 36 Jahre alt. Es ist also mehr als fraglich, ob ihm die Heat einen solchen Vertrag wirklich anbieten würden. In der abgelaufenen Saison führte Butler Miami überraschend bis in die NBA Finals, wo er sich dann den Denver Nuggets und Nikola Jokic geschlagen geben musste. Und noch eine Meldung in eigener Sache. Basket ist für euch seit 1994 ununterbrochen am Ball. Und damit das so bleibt, könnt ihr uns jetzt supporten. Unter patreon.com/basketmag gibt es viele exklusive Vorteile wie Mitsprache bei unserem Magazin, Votings, Retro-Stories, Verlosungen und mehr. Checkt jetzt alle Vorteile in der neuen Supporter-Area unter patreon.com/basketmag und unterstützt Deutschlands größtes Basketballmagazin.